Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich hier Nettes für euch habe. Die 8002 vom Jahr 2000, 20 Jahre ist es her, knapp 600 Teile, ein Destroyer-Droid. Richtig, Star Wars hatte eine Technik-Kategorie oder anders, Technik hatte eine Star Wars-Kategorie. Und da war er nicht allein, da gab es auch noch viele Freunde. Und da ist er hier dabei. Dieses Set hier ist eine nette Leihgabe von Sven. Vielen Dank dafür. Und ich wollte euch mal zeigen. Ich hatte ihn in meinem alten Laden, da hatte ich so eine lange weiße Theke, da haben wir die immer drauf rumkullern lassen. Da hatte ich immer mal ein, zwei da. Und wir hatten immer ein paar Probleme mit dieser Mechanik. Die habe ich immer noch. 20 Jahre alt, es sind 40 Gummis verbaut. Und hier sind jetzt auch einige ersetzt, natürlich über die Jahre, und es ist nicht ganz geschmeidig und es hängt immer an einer Stelle. Ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt probiert habe, aber ich werde es auch jetzt wieder probieren, und vielleicht funktioniert es ja, weil ihr dabei seid und mir helft. Vielleicht funktioniert es auch nicht, und dann müssen wir es uns vorstellen und ein bisschen nachhelfen, und dann seht ihr die Pracht, und dann ist es wunderbar. Ist ein stabiles Ding, ist aus Technikelementen gebaut, das ist alles noch vor den Farbwechseln, das heißt, das ist kein Reddish Brown, das ist Brown, es ist kein Dark Bluish Gray, es ist einfach Dark Gray, Light Gray und so weiter und so fort. Das macht ihn besonders, aber gar nicht besonders teuer. Einzelteilewert liegt immer so bei 90 Euro. Ist natürlich im Preis gestiegen, aber andere Modelle aus der Zeit sind sehr viel teurer geworden, denn diese Elemente waren auch sehr, sehr viel bei Bionicle verbaut. Und die gab es auf Masse. Die gab es ziemlich günstig. Deswegen sind die Teile im Umlauf. Ein paar Elemente sind exklusiv für dieses Set hier gewesen. Vor allem in dem braunen Ton, weil es den dann später nicht mehr gab. Manche Elemente schon noch. Manche waren aber auch damals einfach vom Markt. Wurden hier einmal kurz gebaut und das war's. Oder einmal kurz in der Farbe hergestellt und das war's dann. Eine kleine nette Box. Die Abenteuer der Rückseite. Weisen natürlich auf die Episode 1 hin. Und auf die Funktionen, die das Set hat. Gleichzeitig haben wir eine schicke Anleitung in einem netten Format. Gefällt mir sehr gut, schön handlich. Guck, hier ist ein Freund. Ein Battle-Druide. Nicht wahr? Richtig. Und die wirft natürlich keine Fragen auf. Wir haben hinten noch ein nettes B-Modell und übrigens noch ein Pit-Droid. Noch mehr Freunde. Und das ist das B-Modell. Ein kleiner Panzer. Oder? Ist das so ein AAT oder so? Ich glaube schon. B-Modelle. Ne? Ist so ein anderes Thema. Also, da haben wir ihn. Und dann gucken wir uns doch mal an. Und als erstes würde ich sagen, messen wir ihn aus, den kleinen Kerl. Und wir sind bei so 22 cm etwa. In der Höhe sind wir bei so 25 cm. Und in der Breite sind wir bei 19, 20 cm. Da steht irgendwas von 26,5 cm. Wie haben die das denn gemacht? Wenn man den so ein bisschen anhebt vielleicht. Wenn man ihn ein bisschen anhebt, kommt er auf 26,5 cm. Ist aber eigentlich ein ganz stabiles Kerlchen. Der gagelt natürlich ein bisschen, weil das viele Gelenke sind. Hier sind die Gummis überall gespannt und so weiter. Dadurch steht er nicht ruhig, und wenn man ihn an eine Ecke hochhebt, geht nicht alles einfach wie ein Brett nach oben. Aber es ist nicht so, dass er auseinanderfallen würde in irgendeiner Form. Den kann man wunderbar transportieren, damit rumspielen, piu, piu, alles überhaupt keine Schwierigkeit. Und jetzt haben wir diese Destroyer-Droids. Etwas Tolles an sich, die können sich rumkugeln. Und rumkugeln ist was Lustiges. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Folgender Mechanismus, der bei mir nicht funktioniert. Wir probieren es wieder aus. Wir können das hier runterklappen. Und die Stange hier mal fixieren. Das können wir runterklappen. Jetzt haben wir hier hinten rote Teile. Diese roten Teile sind hier nicht einfach dusselige Deko, sondern, die vielleicht ein bisschen schon, sondern sind dafür da, dass man weiß, dass man da was tun kann. Die kann man nach unten lösen. Dadurch wird das hier unten raus, also gelöst. Jetzt sag doch mal hier. Und dann können wir das hier einknicken. Jetzt soll es klicken. Es klickt aber nicht. Mal unter uns und ehrlich. Ich kann das jetzt hier irgendwie so in die Position bringen, aber hier unten ist ein kleiner schwarzer Connector. Ach, sag mal hier. Ein kleiner schwarzer Connector, der sich weigert, an dem braunen Connector einfach so von alleine vorbeizugehen. Ich kann das mit der Hand machen. Dann hört ihr hier auch so ein, ich glaube, ihr hört so einen leichten Widerstand. Dann geht das, dann hält er auch. Ich habe es aber mit der Hand arretiert. Und das ist dann das Problem später. Werden wir sehen. Also, auf jeden Fall, ihr seht, das war ein komplett komplikationsloses Zusammenfalten bisher. Jetzt können wir die beiden reinklappen. Das funktioniert ganz gut.
Und jetzt haben wir noch einen roten Knopf hier. Diesen roten Knopf können wir drücken und dann die Beine hochklappen. Dabei fliegen mir immer wieder die Kanonen um. Ich weiß nicht warum, ich bin dabbig, ich ziehe am falschen Eck, ich weiß es nicht. Hier drückt man, dann wird das hier vorne gelöst. Na komm. So, hier drückt man, dann wird das hier vorne gelöst und dann kann man das hier umklappen. Sobald ich das umklappe, schnalzen hier wieder die Kanonen raus, aber prinzipiell ist es wurscht. Es funktioniert. So. Hey. Hey. Gut. So. Jetzt haben wir den eingekugelt. Und jetzt ist ja der Plan, dass wir ihn kullern und er dadurch sich wieder aufhaltet. Und zwar automatisch und mehr oder weniger so springt. Also man schmeißt den hin und der macht einen Floing und dann hat man einen großen Destroyer. Jetzt kann man den natürlich hinschmeißen auf 2 Meter. Möglicherweise löst sich dann die Arretierung unten. Das ist nicht meiner. Ich habe hier keine 2 Meter. Also tue ich es nicht. Ich zeige euch jetzt nur mal, also ich versuche mal zu kullern, jetzt wird sich wahrscheinlich genau gar nichts tun. Ich brauche halt mehr Schwung und ich muss weiter von oben kommen, glaube ich. Aber das ist das, was er macht. Also egal, ich habe es bisher nie weiter geschafft als das. Und wir stehen genau wieder an der Stelle, dass hier unten die Arretierung sich nicht löst. Wenn ich das jetzt mit der Hand mache, kommt er vor. Das ist das Konzept. Ich probiere es nochmal, weil es ja lustig war und einfach funktioniert hat. Wobei es normalerweise echt ein bisschen einfacher geht als das, was ich eben gemacht habe. So, drüber da. Knöpfchen gedrückt. Komm runter. Ah, hat sich wieder über die Orientierung geschoben. Ja, das ist... Wenn ich das hier nur so halten würde, dass ich das nicht versuche, mit dem Finger zu stabilisieren, dann würde der super auseinanderfallen. Er würde aber halt eine halbe Stunde zu früh auseinanderfallen. Das wäre halt die Schwierigkeit. Und dann würde ich ihn gar nicht erst in diese Position hier kriegen. Das ist die Frage, sollten wir ihn mal andersrum werfen? Aber es steht in der Anleitung, dass ich ihn über diese Kante hier werfen soll und nicht andersrum. Und das ist ja auch vorwärts. Ja, ich würde sagen, sensationell. Kleine Erfolge, ich sag's euch, was Tolles. Also ich würde sagen, wir bilden uns jetzt ein, dass das mit hochgeschnalzt ist. Ich meine, das Ding schnalzt die ganze Zeit hoch, obwohl ich es überhaupt nicht will. Und dann in dem Moment nicht. Na, egal, es war ein sensationeller Erfolg. Ihr seid alle glücklich. Das werde ich nicht nochmal versuchen. Es wird nie wieder besser werden. Tada. So ein Spaß. Das Kapitel kann ich auch als Erfolg abschließen. Ist das nicht toll? Genau. So, also ich würde sagen, der Spielspaß ist unendlich. Ich würde ab jetzt nicht mehr damit spielen, einfach nur, um gute Erinnerungen zu haben. Aber bis dahin hat man eine Menge Spaß und lernt Frustrationstoleranz aufzubauen. Super. Ha! So. Piu, piu. Gut, nach dem Erfolg ist jetzt alles gesagt. Das war schön. Ich danke sehr für die Leihgabe. Es war mir ein Fest. Der wandert jetzt wieder brav zurück. Ich habe keinen im Verkauf. Schaut aber mal, wie gesagt, von privater Hand wie üblich. Oder guckt einfach, dass ihr den nachbaut aus eigenen Teilen. Dann ist er halt nicht braun, sondern reddish brown. Oder er ist einfach schwarz. Oder grau. Oder was weiß ich, light bluish gray. Ist doch egal. Baut den einfach nach. Es sind keine wahnsinnig abgefahrenen Teile drin. Klar, die Deko-Elemente hier unten, die ihr auch gerne mal, wie gesagt, so Motorabdeckungen oder waren bei irgendwelchen abgefahrenen Autoschen. Ihr kriegt das Zeug aber gebraucht wirklich für 10 Cent, 8 Cent, ist kein Problem. Und dann Schwierigkeit sind die Gummis. 40 Stück. Ihr braucht nicht so viele. Da ist auch viel Ersatz noch dabei. Kann man irgendwo rumwickeln, man kann mal gucken. Schaut mal, ob ihr nicht irgendwo Ersatz bekommt. Schön sind natürlich welche, die rund sind. Sehr viele Gummis, die man kaufen kann, sind eckig. Das ist immer so ein Thema. Die sind dann halt ein bisschen störrischer. Ich bin so begeistert, jetzt mir ist fast alles egal. Haha, fantastisch, genau. Ja, und wenn ihr da Spaß dran habt, den Battle-Druiden finde ich gut. Es gab einen Darth Vader, der war eigentlich putzig, der Boba in New York, der Stormtrooper in New York. Aber ja, ich weiß ja auch immer noch nicht, warum es bei den Buildable-Figures jetzt keinen Battle-Druiden gab. Das ist das, was ich am meisten angeboten hätte. Ist merkwürdig. Ist irgendwie merkwürdig. Aber immerhin gab es einen Stormtrooper, es gab den General Grievous. Ich glaube, sie ist auch mit die einzige Figur, die überhaupt im Wert gestiegen ist. Oder die überhaupt eine Nachfrage noch hat. Ich meine, die anderen werden ja immer noch für die Hälfte vom Listenpreis rausgeprügelt. Und die Händler haben immer noch so viele davon. Brrr. Geht echt nicht weg. Es gibt ein, zwei, die sind irgendwie ganz Cody, glaube ich, oder irgend sowas. Hier und da ist mal einer beliebt gewesen. Aber es war echt eine Katastrophe. Alle Händler sind froh, dass sie weg sind. Aber die haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben mit diesem abgefahrenen Mechanismus.
Und sobald sowas so abgefahren ist, ich meine, wird das Ding jetzt auf den Markt kommen, wird 250 Euro kosten, würde ich es natürlich sagen, was, das ist der größte Schrott, den Lego je gemacht hat. Aber so, 20 Jahre alt, gebraucht immer noch für deutlich unter 100 Euro zu kriegen. Und deutlich, ich meine, das sind jetzt Händlerpreise, die ich immer genannt habe. Vom Privat geht das Ding natürlich noch günstiger aus. Ist es eine lustige Idee. Ich finde diese Falt- und Aufrollnummer, ich finde es nett. Nette Idee, meine Güte. Und keine Farbseuche. Hey, damit sind schon einige Dinge gepasst und wir hatten Spaß damit auf der Theke. Also, ist für mich ein Gewinn. So ist es. Ich hoffe, euch hat es auch ein wenig unterhalten und ihr bastelt irgendetwas Schönes, habt eine gute Zeit, nette Leute um euch und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis bald.